Willkommen zurück zu SFS. Ja, wieder ein Undock-Tutorial. Einige von euch hatten Probleme dabei, deshalb versuche ich es heute nochmal besser zu erklären. Und zwar haben wir hier fast dieselbe Rakete. Ihr seht, ich habe hier noch einen Tank hinzugefügt. So war es vorher. Und einige von euch hatten Probleme, das kann vieles sein. Das erste Problem, was mir in den Sinn kommen würde, wäre, ihr kommt nicht in einen Orbit. Dazu sage ich euch, wie schon eben gezeigt, macht mehr Treibstoff rein. Ihr seht rechts unten, Schub pro Masse ist immer noch bei 1,39. Zwischen 1,3 und 1,5 ist es sehr gut. Und da das fast genau in der Mitte ist, habt ihr damit eine echt gute Rakete. Das heißt, wenn es nicht reicht, packt nochmal 20 Tonnen Treibstoff ran. Und wenn das immer noch nicht reicht, packt Booster an die Seite, macht was ihr wollt. Wenn es immer noch nicht klappt, schaut euch nochmal das Video zum Erdorbit an. Denn das kann euch dann wirklich am besten helfen. Ansonsten, tut mir es leid, müsst ihr einfach ausprobieren. Zeit reinstecken, ausprobieren. So, dann haben wir erstmal das erste Problem beseitigt. Für das zweite Problem, was ich so mir denken kann, müssen wir nach draußen gehen, nämlich Spiel fortsetzen. Ihr seht, ich habe das schon mal in einen Erdorbit geschickt. Und hier haben wir als Ziel meine Test-Mikroraumstation. Das ist nicht Kolonie, das ist nur in meiner Testwelt. Und hier haben wir die Rakete, mit der wir andocken wollen. Und das nächste Problem, was ich mir denken kann, ist, dass euer Ziel, also hier in meinem Fall die Mikroraumstation, einen zu niedrigen Erdorbit hat. Zum Beispiel, wie ich es jetzt gerade habe, 31 Kilometer. Wenn der Orbit nur 31 Kilometer hoch ist, um die Erde herum, dann habt ihr nicht genügend Raum nach unten. Unten drunter, seht ihr, bleibt nur eine klitzekleine Stelle, nur ein Kilometer am Platz, um irgendwas zu machen. Deshalb, euer Ziel sollte einen hohen Orbit haben. Nicht super hoch, sowas wie 50 Kilometer reicht locker aus. Ja, also mehr braucht ihr nicht. Und ansonsten kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Wir haben halt zwei Fälle. Einmal haben wir diesen Fall, wo wir unsere Rakete hinter dem Ziel haben, vom Orbit aus her gesehen. Und einmal haben wir die Situation, wenn wir vom Orbit aus gesehen vor dem Ziel sind. Denn die erste Situation werde ich als erstes erklären und die zweite Situation später. Und wenn ihr erstmal die zweite Situation sehen wollt, dann geht zu dieser Zeit hier, die ich euch jetzt anzeige, und schaut euch die zweite Situation an. Ich empfehle euch natürlich, beides zu gucken, damit ihr beide Sachen kennt, beides wisst und es gut machen könnt. Ansonsten, ja, los geht's mit der Erklärung. So, also es ist der Fall hier, der erste Fall. Und zwar, wenn die Rakete, also eure Rakete, hinter der Zielrakete ist. Das haben wir hier in diesem Fall. Und was ich euch zuerst empfehle, ist, erstmal in Flugrichtung zu drehen. Also einfach die Kapsel zum Pfeil zeigen lassen. Oder in die Richtung, wo die Triebwerke wegzeigen. Und den Schub ein bisschen runternehmen. Ja? Dann schaltet ihr die Düse an. Und macht schon mal Navigieren zu. Und dann guckt ihr euch eure höchste Stelle an. Auch genannt Apoapsis. Und achtet darauf, dass die andere Linie berührt. Ja? Nicht viel, am besten genau. Somit habt ihr schon mal den ersten Schritt geschafft. Also hier haben wir 50 Kilometer. Das ist genau die Höhe von der Mikroraumstation. Und jetzt machen wir den Zeitraffer. Macht nicht zu viel. Lieber zu wenig, zu langsam. Es dauert länger, aber macht nicht zu viel. Sonst kommt ihr sofort zum zweiten Fall, der ja später gezeigt wird. So, jetzt haben wir hier schon die
beiden Raketen richten aber einander. Und jetzt warten wir wieder bis zum höchsten Punkt. Vorher machen wir nichts. Ja, und jetzt seht ihr, da steht plus 19,3 Meter pro Sekunde. Das heißt, ihr müsst ein bisschen beschleunigen. Das heißt, einmal umdrehen zum Pfeil zeigen, Gas geben, bis das etwa bei 0 ist. Ja, ich empfehle euch, das auf 0 zu bringen, weil sonst funktioniert es nicht ganz. Natürlich die Düse anmachen. Und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, komm. Und 0, stopp. Ihr seht, das flackert ein bisschen rum. Ich spiele nochmal ein bisschen mit den RCS-Düsen rum. So, jetzt flackert es nicht mehr. Jetzt können wir wieder ausmachen. Und jetzt empfehle ich euch, das einmal zu fokussieren, ja? Also eure Rakete hier einmal auf Fokus drücken. Dann wird es fokussiert. Und dann behaltet auch die andere Rakete im Auge. Und seht, wie sie immer näher kommt und näher kommt. Ihr seht es, eindeutig, sie kommt immer näher. Jetzt noch nichts machen, Leute. Wartet ab. Einfach warten. Ja? Einfach warten. Ihr seht, jetzt wird schon was angezeigt. Das mache ich aber noch nicht. Ich warte nämlich auf den höchsten Punkt. Also wieder die 50 Kilometer. Haben wir sie erreicht? Da haben wir sie. Und jetzt, Moment, kommt es zum zweiten Teil. Es ist wieder verschwunden. Ah gut, dann habt ihr es fast schon geschafft. Ja, es ist wieder verschwunden. Und achtet da nicht drauf, diese 674 Meter pro Sekunde sind irrelevant. Aber da haben wir es schon. Wir sind direkt da. Nur durch diese kleine Veränderung. Und ihr seht, die fliegt von uns weg. Ja? Wir geben ein bisschen Gas. Ein bisschen, nicht viel. So dass wir etwa dieselbe Geschwindigkeit haben. Nochmal ein bisschen nach unten wieder. Jetzt wieder ein bisschen nach rechts. Ja, wir müssen etwa die relative Geschwindigkeit zur anderen Rakete quasi null machen. Ja, also wir müssen sie auf null bringen. Jetzt haben wir fast dieselbe Geschwindigkeit, ihr seht, die bewegt sich kaum noch. Jetzt benutzen wir die RCS-Düsen, um uns ein bisschen näher zu bringen. Und dazu gehe ich einfach mal ein bisschen nach oben. Und ihr seht, die fliegt jetzt links an uns vorbei. Gut, dann gehen wir noch ein bisschen nach links. Und jetzt kommt die schon recht rasch auf uns zu, deshalb gehe ich noch ein bisschen nach unten. Und nur langsam, ja, nicht zu schnell das machen, Leute. Sonst fliegt ihr dagegen. So, ein bisschen wieder nach da. Also immer ganz langsam. Ist nicht schlimm, wenn es länger dauert. Ja, dann dauert es mal eben etwas länger. So war es bei meinen ersten paar Malen auch, als ich das schon einigermaßen gekonnt habe. Und da haben wir es. Wir sind in einem Erdorbit und haben angedockt. Wir haben auch noch einiges an Treibstoff übrig. Wir haben nur 3% gebraucht, um anzudocken. Und das war's mit dem ersten Fall. War ja recht leicht, denke ich mal. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir zum zweiten Fall. So, willkommen zum zweiten Fall. Nämlich zu dem Fall, wenn wir vor unserem Ziel sind. Hier haben wir unsere Rakete und da haben wir die Mikroraumstation. Ihr seht, vom Orbit her sind wir weiter voraus. Und das kann man zwar etwas schwerer, aber trotzdem noch recht gut lösen. Und zwar machen wir wieder den Schub ein bisschen geringer, lassen die Rakete wieder zum Pfeil zeigen und die Düsen natürlich weg vom Pfeil. Dann geben wir ein bisschen Gas und schauen uns an, wie der höchste Punkt, also die Apoapsis, steigt. Und ihr seht, wir haben jetzt schon 50 Kilometer erreicht, aber wir wollen noch ein bisschen mehr. Ich empfehle euch daher vielleicht so 2,5 Kilometer mehr an Höhe. Wir müssen nämlich einen langsameren Orbit bekommen, also ein höherer Orbit ist ein langsamer Orbit, ein tieferer Orbit ist ein schnellerer Orbit. Und jetzt nutzen wir den Zeitraffer, um einmal zu diesem höchsten Punkt zu gelangen.
Und ihr seht, da wird jetzt schon was angezeigt, 112 Meter pro Sekunde oder so. Das ist natürlich völlig unsinnig und unnötig. Wir lassen einfach die Zeit das regeln. So, jetzt zeigen wir wieder in Richtung Pfeil und geben wieder Gas. Und zwar so lange, bis auch unsere Periapsis, also der niedrigste Punkt, bei 50 Kilometern angelangt ist. Ihr seht, das dreht sich extrem weg, deshalb einfach ein bisschen entgegendrehen. So. Und jetzt warten wir noch kurz, bis das auf 50 Kilometer ist und geschafft. Ja, es war ein bisschen zu hoch. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen zurück. Ihr kennt mich ja so ein bisschen perfektionistisch muss man ja auch sein. So, 3, 2, 1, komm schon, und 0. Haben wir es geschafft? Wir haben jetzt einen höheren Orbit, einen etwas höheren Orbit, zumindest auf einem Punkt. Und das ist genau das Ziel, die Orbits müssen so ähnlich wie möglich sein. Ja? Jetzt nutzen wir einfach den Zeitraffer, nicht zu schnell, ja, sonst könnt ihr alles kaputt machen und ihr landet beim ersten Fall. Wenn das passiert ist, geht zurück zum ersten Fall. So, dann warten wir einfach mal. Ich glaube, ich kann auch ein bisschen schneller machen. Hier haben wir noch eine Menge zu tun. Und immer noch. Also nur Geduld, Leute. Wir haben Zeit. Ihr habt hoffentlich Zeit. Sonst solltet ihr das Spiel nicht spielen. Man braucht recht viel Geduld hier. So, da ist noch recht viel Abstand. Deshalb mache ich noch ein bisschen weiter. Ja, ich glaube, jetzt langsam kommen wir echt nahe. Ich glaube aber, es gibt schon so Anzeichen, so 13,8 Meter pro Sekunde brauchen wir zusätzlich. Wir können aber vielleicht noch eine Runde machen. Ihr seht, es ist schon weniger geworden. Aber ich gehe mal das Risiko ein und mache noch eine Runde. Noch eine letzte Runde. Ihr seht, jetzt haben wir die Kosten sehr stark reduziert. Und jetzt ist es wieder verschwunden, jetzt muss ich wieder weitergehen. Ach ja, übrigens, wir müssen das natürlich am tiefsten Punkt machen, hier. Und wenn wir jetzt... Ah nein, tatsächlich müssen wir sogar noch länger warten. Ihr seht, es schlägt einen höheren Orbit vor, hier haben wir den höchsten Punkt. Und diese gestrichelte Linie ist noch weiter draußen. Das heißt, wir können noch länger warten einfach. Und das reduziert die Kosten. Wir müssen einfach warten, bis diese Zahl negativ wird, um unseren Orbit wieder zu verringern. Das ist immer noch bei 3,2. Jetzt brauchen wir nur noch 0,4, also das ist schon recht knapp. Ich gehe aber noch einfach eine Runde mehr. Und ihr seht, ich bin schon ein bisschen drüber. Aber das ist nicht schlimm, ja? Also, es ist noch nichts passiert. Wir müssen jetzt erstmal wieder einen kleineren Orbit bekommen. Also müssen wir 2,4 Meter pro Sekunde abziehen. Ich drehe ein bisschen in die Richtung, weil ich schon etwas drüber bin. Also brauchen wir noch ein bisschen und... Ah, jetzt sind es plus 0,0. Das ändere ich noch. So, ihr seht, der Orbit ist noch nicht ganz perfekt. 50,4 Kilometer. Das ist aber in keinem Fall schlimm. Ihr habt ja einmal 50 Kilometer, also die Höhe vom Ziel. Und jetzt geht ihr hier einmal auf den Fokus, einmal draufklicken, einmal Fokus klicken und dann wartet ihr. Ihr wartet einfach ein bisschen, zoomt mal ein bisschen ran und schaut euch an, wie es näher kommt. Jetzt noch nicht handeln, wir sind gerade am höchsten Punkt angekommen, 40,4 Kilometer. Und wir haben Zeit, ja, wir haben Zeit, wir können uns ein bisschen umschauen, da ist sie auch schon. Macht noch nichts, Leute. Wartet bis zum tiefsten Punkt. Ja? Wir müssen uns nicht beeilen. Die Raumstation fliegt nicht einfach so weg. Sie kommt sogar noch ein bisschen näher. Und jetzt solltet ihr handeln. Da stehen minus 0,2 Meter pro Sekunde. Und das ist wirklich nicht viel. Deshalb brauchen wir auch nicht viel Schub. Ihr seht, das habe ich locker geschafft. Sogar zu viel. Dann wieder ein bisschen so. Ihr könnt das natürlich auch vollkommen mit RCS-Düsen machen.
müsst nicht unbedingt die Raketendüse dazu verwenden. Seht, jetzt haben wir 0,0 Meter pro Sekunde, also wir haben es quasi geschafft. Und ihr seht, sie kommt immer und immer und immer näher. Ich würde sagen, jetzt gehen wir gleich aus dem Zeitraffer mal raus und drehen uns zur Station hin. Ihr seht, die Geschwindigkeit relativ zur Mikroraumstation ist sehr gering. Im ersten Fall hatten wir eine höhere Geschwindigkeit, da musste ich ein bisschen abbremsen. Aber ihr seht, die bewegt sich ein bisschen von uns weg. Deshalb müssen wir ein bisschen in dieselbe Richtung und noch ein bisschen vielleicht nach oben. So ganz kurze Impulse reichen schon. Und ihr seht, jetzt fliegt sie direkt auf mich zu. Und jetzt habe ich die Düse berührt. Also Leute, nicht zu doll, nicht zu viel machen. Lieber ein bisschen wenig und vorsichtiger. Aber ihr seht, ich habe es geschafft. Jetzt haben wir auch schon den zweiten Fall. Und das war es auch im Grunde mit der Folge, Leute. Wir haben beide Fälle wir haben uns beide Fälle einmal angeguckt. Ich habe euch beide Fälle erklärt, gezeigt, wie es geht. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.